Hallo und herzlich willkommen zu Euro Truck Simulator. Wir stehen mitten auf der Autobahn und bewegen uns nicht. Ich habe den LKW ausgeschaltet. Naja, es sieht gerade sehr leer aus. Liegt daran, dass wenn man das Spiel hier ausschaltet, erstmal alle NPCs, also alle Autos weg sind. Und zwar ist der Fabian am Start. Hallo Fabi. Jo. Der Fabian ist am Start. Also wir spielen das jetzt hier nicht online oder so. Ich spiele das im Singleplayer, aber der Fabian ist am Start. Und wir machen Alles jetzt klar. den LKW-Fahrer Talk. Ja, und ich gucke währenddessen das Let's Play von David zum European Ship Simulator. Das ist übrigens unser erfolgreichstes Let's Play. Ich glaube, dass die erste Folge hat über 10.000 Klicks und auch sehr viele Likes. Wirkt irgendwie so, als ob David weiß, was er tut. Ja, ich frage mich. Also ganz ehrlich, Leute, Aussage! ich weiß mir nicht, was ich Weiß tue. Ich mache hier Captain. den Twocker. Captain, das Schiff Ich ist weiß, wie ich das nenne. beschädigt. Das ist der Twocker Talk. Folgendermaßen. Captain, das Schiff ist Wir sind gerade dabei. beschädigt, nicht so schlimm. Oh, 40, 40. Ja, genau so. Tempomat rein und ganz smooth weiterfahren. Ja, natürlich können wir hier kein Tempomat benutzen, weil es hier bergab geht. So eine Scheiße. Ja, ich zock das leider an der Tastatur. Als ich das zuerst gespielt habe, habe ich das an einem. Ja, ihr wisst schon. Fabian, sag mir doch mal, helf mir auf die Sprünge. Lenkrad gezockt. So, ne, mit Pedalen und. Oh, yo, was soll denn das hier, ne? Nicht mit mir. Ich müsste mal die Spur wechseln. Irgendwie fahre ich lieber rechts als links. So. Wir sind gerade dabei, Kassel zu erreichen, wo wir Speiseeis abladen müssen. Und also das ist nicht das erste Mal, dass ich das spiele, aber das erste Mal auf der Tastatur und ich habe so irgendwie das Gefühl, ich werde richtig hart reinscheißen. Oh, ich bin ja in der Stadt, ich sollte mal runter. So, 43 reicht aus. Von vorne. Komm, richtig, richtig. Kann man da nicht reinzoomen? Ja, genau. Oh, den krieg ich noch! Fuck! Ich habe mich rote Ampel überfahren! Scheiße! Ich habe mich gerade darauf konzentriert, rein zu zoomen in der Karte und habe ganz vergessen, dass es schon grün ist. Und dann war es schon gelb und ich wollte noch schnell rüberfahren. Ach man, ja okay, das nächste Mal mache ich einfach. Warte ich einfach. Das ist eh das jetzt die allererste Lieferung. Denn irgendwie musste ich einen neuen Spielstand machen, weil der alte weg ist. So Leute, das ist ja hier der Trucker Talk. Wir können ja ruhig über irgendwas reden. So, die kriege ich nicht. Alles klar. Ja, komm, Fabian, über was soll man denn reden? Erzähl doch mal was. Irgendwas über Flüff oder so. Also dein Bruder, der scheint das hier gerade nicht ganz so hinzukriegen, Ja, ne? ich weiß, das Schiff ist, glaube ich, irgendwie auch runtergegangen oder so. Ich bin, glaube ich, wieder ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja. Ja, ich bin. Was machst du denn, Junge? Du weißt, ich muss. Ja, ich glaube, ich komme noch nicht so ganz mit dem LKW Alter, zurecht. dein Bruder hätte einfach mal Vollgas geben müssen. Vollgas. Das erinnert mich an SpongeBob. Weil ich musste ja rückwärts rein. Oh. Och, Parkenübersprung bringen. Easy. Ausgezeichnet. Ich habe zwar nur einmal ganz am Anfang, das habe ich nicht mit gefilmten Unfall gebaut, und dann noch die rote Ampel überfahren. Aber naja. Wir haben Geld, wir haben einen Kontostand aufgefrischt. Und wir haben auch SOS, wir sinken. EP bekommen. Ja, ich muss die Musik mal leise stellen. Was ist denn das? Firmenzentrale. Ja, ich weiß, also die haben uns jetzt mitgeteilt, dass wir Lappen sind, dass wir nicht einmal uns einen LKW leisten können. Aber das wird noch. Das wird noch. Aber erstmal Optionen.
Ich weiß nicht, das Problem ist mit der Musik jetzt. Wenn ich Musik anmache, dann müsste das GEMA-freie Musik sein. Ich meine, ich kann ja hier nicht einfach instant mit einem Z-Wave-Beat durch die Gegend rasen, ja? Das dürfte zwar funktionieren, weil ich mir das Beat-Paket gekauft habe, aber es wird ja auch langweilig. So wie ich es mit einem früheren LOL-Let's Plays gemacht habe. Und eigentlich ist das der Trocker-Talk. Wir machen einfach die Musik ein bisschen leiser. Soundeffekt, Musik. So, Fabian, du Junge, du hast dich bereit erklärt dafür, auch mal ein bisschen was zum Trocker-Talk dazu, was schon, ne? Ja, ich gucke mir gerade noch an, wie David singt und mir irgendwie. Kassel Leipzig, ich muss so. Bis wann habe ich Zeit erwartet? Gibt's bei dem Spiel eigentlich auch sowas wie steuern Sie ein Atom-U-Boot oder so? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich habe es doch nicht gespielt. Mein Problem ist, ich muss jetzt in 3 Stunden Pause machen. Mache ich jetzt in der Stadt erstmal Pause? Nein. Immer fahren Ja, dann. aber wenn ich dann Pause mache, komme ich zu spät. Die haben nämlich nicht die Pause mit einberechnet. Na, dann schaffst du es auch noch anzukommen. Also keine Pause. Ja, aber dann. Ich glaube, dein Bruder ist zu schlecht in diesem Hä? Spiel. Okay, warte mal. Also, wie lange machst denn du immer Pause, wenn du schläfst? Sind das nicht so 8 Stunden Du Fahr? machst immer 10 Stunden Pause. 10 Stunden Pause. Ja, dann bin ich schon zu spät. Ja, dann mache ich jetzt erstmal Pause. Also freie Fahrt. So. Hä? Ja, aber kann ich hier dann nicht irgendwo Pause machen? Hallo. Ach, siehst du, man kann hier sogar eigene Stücke reintun. Ich guck mal nach Musik, die ich hier reinhauen kann. Aber das geht jetzt nicht. Beim nächsten Talker-Talk vielleicht. Auftragsangebot. Schneller Auftrag. So. Da mache ich das Scheiß drauf. Ja, ich komme zu spät. Ist mir egal. Ist mir egal. Oder habe ich irgendwo was, wo das vielleicht einberechnet ist? Kannst du? Naja, komm, was soll's. Also, denn ihr wisst ja, guck, es ist Montag 13:05 Uhr. Ich habe jetzt Zeit. Warte mal, ist es? Nächste Pause. Oh, in 11 Stunden. Der hat schon Pause gemacht. Na, das ist gut. Ich denn? Oh. Okay, Tommy. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, diesen Trucker Talk zu beenden. Entweder wir beenden ihn einfach ohne weiter was zu sagen, oder wir fangen endlich mal an, hier was zu talken. Ja, dann talk doch mal. Ja, soll ich mir irgendwas aus der Nase Ja, ziehen du oder ziehst dir doch was? ständig irgendeinen Scheiß aus der Nase neben Popel. Nee, ich ziehe mir was in die Nase, aber nicht aus der Nase. Alles klar. Du weißt schon, ich bin genauso auf Also, Nase wie hier Fabian, ich Wagner. fange mal an. Ich bin gerade dabei, Autoteile Ja. nach Leipzig zu schiffen, also zu fahren von Kassel aus. Bist du behindert? 18 Tonnen, ja. Warum bin ich behindert? Ich Ja, bin. bist du behindert? Wieso? Ja, Ich sag ich doch. hab meinen Motor Problem ausgemacht. gelöst. Ich wollte gerade blinken, hab meinen Motor ausgemacht. Ja, ich bin nicht der beste Alles LKW-Fahrer, ich klar. weiß. Ja, und du wirst es auch nie werden. Dusche. Ja, muss ich aber auch nicht werden. Oh, scheiße. Jetzt wird's rot, ich könnte kotzen. So. Ich zeig eine Runde League of Also. Legends, Alter. Ey, was? Jetzt, wo ich den Talker-Talk mache? Fängst du wieder an, LOL zu zocken? Alter, nein. Ich spiele das Spiel nicht mehr. Und ich Hallo! habe auch. Ich bin schön aus dem Fenster gelugt. Ah ja, ich sollte mal blinken, ne? Scheiße, ich habe schon wieder meinen Motor ausgeschaltet. Ich drücke mal auf R und nicht auf E. Ich habe hier nämlich ein bisschen Steuerung umgeändert. So, ich habe ja. Ja, aber wieso legst du nicht deine Blinker auf Q und auf E?
Hab ich doch. Gibst Gas mit W, A, S, D und Q und E Hab ich ist. doch, aber ich habe aus Versehen auf R immer gedrückt statt auf E. Oh ja, Wie danke. kann man denn aus Versehen auf. Oh Gott, bist du denn Weil wo R behindert? neben E liegt. Weißt du, was mir dazu Was einfällt? denn? Wie hieß das Ding? Moment, ich hab's gleich. Lass mich Also kurz Leute, überlegen. der währenddessen ihr überlegt, der Talker-Torge ist jetzt kein ernstzunehmendes Let's Play her. Ich glaube, ich nenne das auch nicht so, sondern einfach nur Talker-Torge. Jetzt, Tommy. Hör genau hin. Fabian! Vielleicht kannst du es irgendwo einbringen. Einbringen, Wenn ich du weiß nicht mal, gerade. ob das GEMA-frei ist, am Ende wird mir das wegen einer Sekunde irgendwas gesperrt. Du weißt doch, wie YouTube drauf Als ob das ist. jetzt hier. Alles Und nicht nur klar. YouTube, sondern die GEMA, die sagt sich so, das war, das geht ja gar nicht. Alter, das spiele ich dir selber auf einem Klavier vor, Junge. Was ist denn das für ein Spiel? Kein Spiel, das ist einfach irgend so ein Zaun. Sound, siehst du, erst dann ist es schon mal überhaupt nicht GEMA, ne? Lizenzfrei. Deine Mutter ist überhaupt Die nicht sagen GEMA, nämlich Junge. immer, Ja, wenn du ne? 8-Bit-Musik spielen willst, musst Ja, du auch drück mal auf 8 T. Euro pro Monat bezahlen an uns. Ja, dann drück mal auf T. T. Bleib stehen und drück auf T. Hä? Ich habe einen Scheibenwischer gemacht. Alles klar. Was ist denn sonst T bei dir? Ich habe die Steuerung umgeändert. Bei mir ist T den Container abkuppeln. Scheiße! Hätte ich das jetzt gemacht? Geil. Warte mal. Ich muss mal gucken, was der Container abkuppeln ist. Tastenbelegung. Da so scheint ohne Schein Motor, nö, Konzeption. Warnblink rundum, Scheibentempomat. Fabian, halt's Maul. Alles klar. Erst beschwerst du dich, dass ich nichts mache und dann halt's Maul. Fabian und ich präsentieren den Torgator. Ach ja, was ich Tommy, doch dazu noch je sagen öfter du wollte. sagst, desto behinderter kommt man sich da drinnen nur vor. Ja, kein. Hä? Also Gerade Leute, eben wenn ihr stand jemals das hier, Angebot. sie haben Post und jetzt habe ich keine Post. Liebe Leute, falls ihr jemals ein Angebot von Terminator zum Truckerdruck bekommt, lehnt es ab. Dein Motor. So, warte, ich glaube, ich habe hier irgendwo Weißt du Post gesehen. eigentlich schon mal was von Thermopapier gehört? Was? Wieso Thermo? Thermopapier. Nee. So gut wie in jeder Kaufhalle, bei jeder Rechnung erhältlich. Alles klar. Nein, du musst mal, wenn du dir irgendwo einen Kassenzettel holst, da mal mit dem Fingernagel oder einem spitzen Gegenstand einfach nur mal drüber streichen. Da wird das nämlich schwarz. Kleiner Insider-Tipps. Okay. Ja, ich habe hier gerade einen Beleg von 35,41 Ja, Euro jetzt kommt das heute beim Geschwindigkeitsaufheben Kaufland Spiel hier. einkaufen. Das ist die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und weißt du, Ja, ich verstehe. im Prinzip habe ich mir für 35 Euro ein Essen gekauft. Ein Essen. Ein Essen. Alles klar. Und was da dabei? Ein Cheeseburger? Ja, im Prinzip ganz viel gehacktes, was ich gehe, so ein Das Burgerbrötchen ist und cool, das ist Soße. sehr schön. Freut mich. Ja, doch geil Und geschmeckt. wie Und ich läuft glaube, es ich gönne sonst mir so bei gleich noch dir? einen. Beim freien sozialen Jahr macht ihr übrigens gerade. Und deswegen. Ja, easy. Alles safe. Gibt jetzt halt nichts Wichtiges groß zu erzählen. Ja, okay. Außer dass ich halt der Boss bin. Okay, er ist der Das ist halt Post. logisch. Übrigens, bei der gute Schmidti, der ja hin und wieder bei LOL Let's Plays dabei ist noch, der arbeitet ja. Weißt du überhaupt, wo der arbeitet? Ja, ich denke hier bei sowas wie. Irgendwas Metallmäßiges. Auf jeden Fall, Ja, der klar. macht eine Nein, er Ausbildung macht. zum Konstruktionsmechaniker, glaube ich. Ja. Und bei dem an der Arbeit ist es sozusagen Brauch, dass der von den Mit dem. Angestellten, der mit dem längsten Bart, der Boss ist unter den Arbeitnehmern. Und ich glaube, der mit dem längsten Bart heißt Mike. Und immer, wenn da der vorbeikommt, sagen immer alle: Heil Mike! Einfach nur, weil er den längsten Bart hat. Das ist schon genial. An der Uni gibt es sowas leider nicht. Selbst wenn, da hätten manche Professoren wahrscheinlich dann eh den Titel.
Ich fahre ja mit 90 um die Kurve, weil ich es kann. Oh, scheiße. Also Leute, damals als ich das gespielt habe, habe ich einmal wirklich einen richtigen Vollcrash gebaut. Ja, ich komm den überholen, ich krieg ich hin. Easy. Das jetzt mal nicht schief geht. Ja, für die Leute, das jetzt nicht schief geht. Könntest du mal bitte langsamer fahren, du weißt, dass ich dich gerade überhole. So. Ja, für die Leute, die nicht wissen, wie sie, wenn sie Fabian, das der Situation ausweichen können, ja. Einfach Escape, speichern, neu laden. Ja, weil dann sind halt wieder die ganzen NPCs weg. Das habe ich einmal gehabt, weil ich da irgendwie... Und du bist... Nein, du ich stehst wollte da nicht da. Nein, es geht darum, irgendwie, ich bin gerade aus einer Einfahrt rausgefahren, ne? Weißt du, ich wollte halt gerade losfahren auf meiner Strecke. Und dann ist es halt irgendwie rot geworden und ich stand da. Und... Nee, wirklich? Warte, ich stand da so zur... Warte, wie ging das überhaupt nochmal? Ich bin da halt da rausgefahren und stand halt quer auf der Straße. Das heißt, auch der Gegenverkehr konnte nicht weiterfahren. Und irgendwie... Oh. Fabian, das ist ein Shit. Also, nee, und irgendwie, weil es rot ist, scheiße, ist überhaupt kein weiterer... Fahrer losgefahren, also konnte nicht losfahren, aber ich bin auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Nee, genau, jetzt weiß ich, wie ich es erklären soll. Ich stand an der Ampel. Ich konnte aber, weiß ich, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, nicht da, wo ich gerade drauf fahren wollte, ganz viele Autos schön dicht an meinen Hänger geklemmt haben, ja. Und wenn ich jetzt weitergefahren wäre, hätte ich die natürlich schon weggehauen damit. Weil ich muss ja so hier. In die Straße rein. Ich glaube, ich bin. Ja, okay, gut. Jetzt, das ist doch nicht dein Ernst! Hat er nicht gemacht! Nee, und zwar war es dann grün. Mein Problem ist, aber ich konnte halt schlecht weiterfahren, solange die ganzen Leute da hinten an meinen Hänger hängen. Und ich will keinen Unfall bauen, ja? Und deswegen. Was ist eigentlich shit hier los? Also, auf jeden Fall wollte ich keinen Unfall bauen, hab dann einfach das. Gespeichert, hab neu geladen und alle waren weg. Nein. Hat er nicht gemacht. Doch, hab ich gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß. Oh! Fabi, genauso stell ich mir den Trucker Talk vor, so richtig schön behindert. Es ist ja. Da sind wir ja schon mal die zwei besten Kandidaten dafür. Ist ja eh gerade Wochenende. Falls ihr mehr vom Trucker Talk hören wollt, ne? Denn ich empfehle das hier echt, euch das nicht anzuschauen. Ja, Fabian, du kannst gleich weitermachen. Ich empfehle euch das hier nicht einfach nur anzuschauen, sondern euch das einfach im Hintergrund zu geben, während ihr sonst was macht. Ja, das sind wie die Minecraft-Let's Plays von Gronkh. Die kann man natürlich gucken, aber nach 300 Folgen oder so, denkt man sich so, jo, die höre ich mir jetzt lieber als Hörspiel an. Ja, so ist der Talker Talk eigentlich auch eher gedacht. Das war sowieso eine spontane Idee. Ne? Hier geht es um die Story, die erzählt wird, nicht um das Spiel. Das ist ungefähr so wie, ich weiß, ich kenne die Aram am Abend von Hand of Blood. Ja, die Story, die hat zwar keinen richtigen Zusammenhang. Es gibt keine Story, du Bauer. Doch, die Story ist, dass ich nämlich so auf der Straße stand und nicht rausfahren konnte, weil die Ampel rot war und als sie grün war, dann war sie nicht mehr rot. Nein. Doch. Oh. Scheiße. Oh, meine. Ich also, wenn mein Fahrlehrer mich hier sehen würde. Weil, ja, wie man Tommy kennt und sieht, ne? Ja, schön. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir lief bei der Fahrschule, aber ich muss sagen, mein Fahrlehrer war richtig cool. Der hat richtig Style gehabt. Ja, das kann man von dir halt nicht behaupten. Ne, ja, der hat mir ja beigebracht, hier so krass zu fahren. Lol, was geht mit dir? Ich muss hier... Warte, ich muss mal kurz gucken, damit ich hier nicht irgendwo was falsches mache. So, ja genau, und weiter geht's. So, also, weiter im Trucker Talk. Ich weiß überhaupt nicht, wann ich die Folge beenden soll. Ich glaube, wenn ich da bin, höre ich auf. Fabi, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kamera mich nicht richtig aufnimmt. Aber ich will jetzt auch nicht meine chillige... Ich habe das Gefühl, dass du dumm bist. ...meine chillige Sitzposition weglassen. Ach so, ich glaube jetzt bei meinem Gesicht da so irgendwie. Oh ja, ein bisschen langsamer. Reinschlagen, habe ich recht. Oh, gut, es ist nicht kaputt gegangen.
Ja, ich nehme das Spiel eh nicht ernst. Es ist ja nur Euro Truck Simulator. Habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, aber ich glaube, man erkennt's. Zwei. Gibt's, ich weiß gar nicht. Ich habe noch nie was vom ersten Teil gehört. Oh, was machst du denn? Oh, Leute, ja, da bleib ich halt rechts. Ich muss sowieso gleich wieder weg. Aber denk dran, Tami, kein Pokémon to go während deiner Fahrt, ne? Ja, da hast du recht. Ich spiele sowieso kein Pokémon Go, weil das auf mein Handy nicht funktioniert. Ja, dann werden wir jetzt mal zur Tat schreiten. Was heißt denn jetzt zur Tat? Meinst du ins Bett schreiten? Das wirst du gleich merken, was ich damit meine. Ja, Leute. Chilliges Leben. Chilliges Let's Play. Chilliger So, Talk, meine jetzt ich. Kein Let's Play, das muss ich mal möchte wieder. ich kurz mal um eure Aufmerksamkeit Ja, bitten. wir hören alle Fabi zu. Ich zeige euch nun, wie man scrollt. Was genau? Och, Leute! Halt dein Maul, Fabi, hör auf, mich anzurufen! Es hat funktioniert. Wir haben die Kaktus im Blueprint platziert. Du, was geht mit dir falsch? Na, das ist doch genau das, was du wolltest. Ein bisschen Scheiße bauen und Ja, dabei noch einen auf Tommy machen. eigentlich hast du da recht. Das ist der Trucker-Talk. Junge. Weißt du, was ich jetzt mache? Oh, ich hab gerade so versucht, den zu rammen, den Typen hier, aber nee, mach ich mal lieber nicht. Weil ich bin. Oh, ich Schienenersatzverkehr! darf gar nicht so schnell fahren. Alle ihm nach! Oder? Bin ich nicht schon in der Stadt? Ich weiß nicht. Nö. Nein. Ach, ich fahr einfach drauf los, als gäbe es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Hat er nicht gemacht. Oder doch? 50, ja, jetzt muss ich bremsen. Liebe Aber Leute aus wirklich, wie, Flensburg, ich bin bitte echt. sorgt dafür, Nee. dass Tommy ein paar Punkte bekommt. Vielen Leute, Dank. in Wirklichkeit fahre ich nicht so, ja. Ich wollte es immer gesagt haben. Vor allem, wie die ganzen Laus rechts stehen. Oh, ich soll mal anhalten. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss mal reinzoomen. Erster Aufenthalt in Leipzig, ja, freue ich. Hurra! Wir brauchen irgendwie noch jemanden, der unseren Trucker Talk unterstützt. Ja, wir könnten eigentlich echt mal noch so einen Clemens gebrauchen. Ja, viel geiler, so ein Übel, sowas. Jo, Tommy. Also eine normale Let's Du wirst auch Play-Folge, nicht also jünger. ja, ich weiß. Doch. Was? Also ein weiteres editiertes Gameplay kommt bald raus. Oder ist sogar schon drauf. Obwohl, nee, ich glaube für morgen nehme ich den Trucker. Let's Play, Lack Trucker. Talk, Mensch! Walker Talk Let's Play. Nein, kein Let's Play. Ich darf das nicht sagen. Ja, jetzt beweg dich Bitte. doch, ich muss nach rechts. Meine Güte. Hier kann man sich ja überhaupt nicht Ich. einordnen. Was darfst du Sie jetzt haben nicht eine sagen? Arbeitsagentur entdeckt. Wir können sie die Leute. Ach so, ja, als ob ich mir das leisten könnte. Ja, aber jetzt mal eins. Was darfst du jetzt nicht sagen? Ich weiß nicht, ich hab's vergessen. Ach so, ja, Ja, aber. Let's Play, das soll ich nicht sagen, weil das ja kein Let's Play ist. Und wieso hast du es denn jetzt schon wieder zweimal Ach, gesagt? deine Mutter! So, wir Ja, sind gleich dann. da. In diesem. Talker Talk. Du legst mich nicht nochmal rein. Super. Sicher? Nee, ja, ganz sicher. So, Wetten, es kann ich kommt jetzt mindestens Eingabe noch drücken einmal. oder? Hä, du parkst ordentlich selber ein, Junge. So viel Nein. Anstand musst du dann doch mal haben, Ja, okay, Alter. gut. Diesmal kann ich das machen, aber. Ah ja, doch Jetzt gut, das Fracht könnte ich wurden. eigentlich hinkriegen, weil ich. Jetzt kommt's. Fracht wurde beschädigt. LKW ist gesunken. Gesunken, was im Wasser oder was? Na, genau wie David sein Schiff vorhin. So, warte, wir jetzt machen wir die 3. Ah, genau. Dann müssen wir erstmal so. Oh. Weißt du, ich hasse es, mit einer LKW einzuparken. Was? Nee, Tommy, wirklich? So, wir müssen jetzt. Aber ich glaube, ich fahre lieber nochmal nach vorne. Ich glaube, Tommy, du lernst bei diesem Spiel was fürs Leben. So. Und jetzt. Ich bin ziemlich sicher. Nein. Ich krieg das nicht hin, Fabian. Dann fahr noch mal ganz raus und fahr einfach nur gerade, dass du Ja, einfach nur jetzt. gerade rückwärts musst. Ich hab's. Ich hab's. Obwohl, warte. Ja, also manchmal denkt man sich halt so.
Hä, was mache ich denn? Oh, da ist der Box hier. Hä, ich mach doch eine Eingabe, Junge. Es ist mir also zu viel, ey. Ich hab keinen Bock. Okay, er hat's verkackt. Ja, ich hab keinen Bock darauf. LOL, Oh. TP! Ich bin immer nur Level Was? 1. Fortfahren! Ja. Wohin Da denn? da da da. Und jetzt alle! Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ne 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 ne. Kids!